Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit den McClouds, mit Helen gerade, die tatsächlich zum Aalfangen geht. Ich dachte, das geht gar nicht mehr, aber sie scheint die Aalfalle nochmal aufgestellt zu haben. Beide sogar. Na gut. Noch scheint das Fischen zu gehen. 38% ist aber deutlich weniger, als es im Sommer war. Dann können wir aber, wenn das der Fall ist, wir schauen mal, was hier der Fall ist. Na, drei sind hier noch der Fall. Okay, dann hier können wir es, glaube ich, sein lassen, bis wir hier irgendwas machen müssen. Aber das kann ich auch mal rausschmeißen. So, dass er mir immer wieder sagt, dass ich mal rohes Fleisch besorgen soll, weiß ich nicht warum. Aber das liegt an der Schlachtbank, die wartet einfach. Die schreit jeden Morgen. So, ansonsten sind wir gut dabei. Mit dem Essen zumindest. Woher wir noch mehr Tierhaut bekommen, ist ein bisschen die Frage. Und ich würde mal... Also, wir können zum einen dieses Ding nochmal rüberbauen, weil das hat ja hier gar nichts gebracht, leider von der Raumtemperatur her. Ich finde, das bauen wir dann um. 15 Grad waren es vorher auch, oder? Ich meine, vielleicht bringt es doch was. Vielleicht bringt es doch was und ich weiß nicht, ob wir unbedingt so wahnsinnig viel hier damit anstellen können. Der Brotbackautomat hier, der läuft auch ganz gut. Der bringt immerhin, es wächst zumindest die Raumtemperatur. Und hier sind es 12 Grad, das ist auch auszuhalten. Na gut, ich finde nochmal spannend, ob wir hier unten noch mehr machen können. Ich hoffe, die schaffen das hier im Sommer. Ich mache ehrlich gesagt, Entschuldigung, liebe Leute, nochmal ganz kurz die... Ich wollte gerade sagen, den Regen, aber das müsste ja das hier sein, ne? Vielleicht ist auch das. Ich mache das mal ein bisschen wieder runter. So, wir könnten hier unten mal ein paar, nehmen wir Baumstamm, Moment, was haben wir an Baumstamm? Wir haben 14 Bretter, aber gerade keine, aber Baumstämme können wir ja machen, dass wir hier uns eine Stützwand reinbauen, dass wir hier weitermachen können in unterschiedliche Richtungen. Es geht um zwei drumherum, wenn ich das richtig verstanden habe. 1, 2, das heißt, wenn wir da und da und gut, hier ist jetzt kaputt, aber jetzt sollten wir bis da auf jeden Fall graben können, wenn wir das zuerst bauen zumindest. Schauen, ob sie das so machen. Und wir müssen uns vielleicht noch ein paar Baumstämme organisieren. Und ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht uns einfach im Frühling... ob wir uns dann hier Bäume direkt in die Umgebung pflanzen und die dann aber abhacken, sodass wir hier überall diese Baumstümpfe haben, wo die ganzen Pilze wachsen. Vielleicht ist das ganz sinnvoll. Das hier sollten wir mal in der Priorität nach oben packen, glaube ich. Sogar auf 10, weil ich glaube, lange hält das nicht mehr durch da oben. Viel bringt es uns auch nicht, es sind einfach Hafergarben. Aber damit können wir ja zumindest uns ein bisschen Brot machen, was noch gut möglich sein sollte. Heusamen haben wir ohne Ende. Aber machen wir doch mal weiter hier. 1, 2 vielleicht mal. 1, 2, 3, 4 mal das. Und auch 4 mal das obendrauf. Dann sollten wir uns 30 Brote machen können. Und dann sieht es doch nicht schlecht aus. So, eine Sekunde. Diese Katze von mir, die will immer rein, wenn man gerade wenn man gerade angefangen hat. Die weiß ganz genau, wann hier irgendwas los ist und dann fängt sie an zu jammern. So, aber jetzt bin ich ja wieder da. Eva, was machst du denn hier? Was flammt denn hier? Ach, das Ding flammt, warte mal. Die Schmiede flammt natürlich, aber wir haben hier eigentlich nichts wirklich Flammbares, ne? Ich hoffe mal, dass die Hacken jetzt hier nicht sofort anfangen zu flammen. Das ist aber cool, dass sie das die ganze Zeit weitermachen. So, wir haben die Baumstämme hier noch. 10 und so 37 haben wir da derzeit. Wo habe ich das Ding hingestellt? Hier, ich würde sagen, ein paar Bretter machen wir uns noch. 10 Bretter. Und vielleicht dann nochmal ein paar Äste. Und eine Schüssel. Ah, wisst ihr was? Die Schüssel mache ich zuerst. Weil das irgendwas Neues nochmal freischaltet. Ich könnte jetzt auch nochmal gucken, aber... So. Dann schaue ich mal, ob wir noch ein paar... Oh, ja, ihr habt ja auch noch ein paar Sammelaufgaben eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr die nicht mehr macht, weil es zu kalt ist. Ich hoffe, ihr kommt da überall hin. Und den Dünger hier draußen rumliegen zu lassen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Zumindest
jetzt gerade nicht. Worauf ich auch nochmal achten möchte, 1130 Wasser, wie viel da so runtergeht pro Tag. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir Objekte für die Lagerung von Dünger haben. Und ob der, was ich jetzt nicht weiß, aber warte mal, haben wir nicht hier oben sowieso schon so ein Düngelager? Dungbeutel. Da kommt, nee, da sind zwei Dungkörbe. Aber der Dünger kommt hier scheinbar nicht rein, wa? Doch, Dünger wird hier eigentlich reingestellt. Ist aber sowieso... Warte mal, wieso haben wir denn da zwei Körbe drin stehen? Achso, das wird dann einfach abgeholt. Ja, sollten wir den Dünger nochmal irgendwo anders reinstellen vielleicht? Oder fangen wir jetzt tatsächlich an, jetzt im Winter, uns hier ein neues Häuschen zu bauen? Geht ihr da noch hin, ist die Frage. Warte mal, ich mache mal ein paar Baumfellaufgaben. Ein bisschen gemeinerweise, so ein bisschen weiter unten. Hier so. Ja, wir sollten uns unseren eigenen Wald machen, damit wir nicht... Also ich meine, wir haben jetzt schon ziemlich viel abgehackt. Ich weiß nicht, wie lange so ein Ding braucht, ne? Das wird so ein Baum, wird bestimmt nicht in einem Jahr wachsen, könnte ich mir vorstellen. So, hier ist schweinekalt, ist schon klar. Wieso hat Katrin denn nur ein Hemd und eine Hose an? Warum gebt ihr Katrin denn nicht eine Mütze auf? Die ist hier ohne... Also ich meine, gerade regnet es und schneit es immerhin nicht, aber... Und es ist noch 0,3 Grad. Ab wann werden denn Kindern hier in diesem Land eine Mütze aufgesetzt? Ab minus 15 oder was? Na gut. Na gut. Helen bringt... Ah, das wollte ich eh gucken. Die haben irgendwie schlechte Laune hier, die Hennen. Das ist verständlich. Aber sie werden scheinbar gefüttert. Aber ich habe immer das Gefühl, sie werden nicht richtig im Getreidetrog gefüttert. Aber es ist irgendwas drin. Du hast keine Nahrung. Aber hier ist doch Nahrung. Oder kommt da keiner ran? Nach wie vor. Wenn ich das jetzt vor die Tür stelle, wird's halt wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich nicht gut. Das müssen wir nächstes Jahr nochmal ausprobieren. Also im Frühling ausprobieren. So, wir haben kein Eisenerz mehr. Die Dinger sind schon gebaut, das ist doch schon mal gut. Dann werden wir hier jetzt weiter die Berge abbauen. Und ich frage mich immer, hier lagen 5 so eine Eisendinger rum. Ich hoffe ja sehr, dass wir manchmal einfach so eine Teile finden. Es scheint so zu sein, dass man manchmal so große Eisenklumpen hat und dass man dann gar nicht mehr das Eisenerz umbauen muss. Das ist natürlich ziemlich cool. So, aber Hauptaufgabe nach wie vor Transport, Transport, Transport. Und da haben wir so ein paar Sachen... paar Leuten andere Sachen zuerst gegeben. Macht das doch mal ganz kurz, bitte. Macht doch mal alles fertig. Ihr sollt nichts bauen, ihr sollt nichts sonst machen, ihr sollt nur das Zeug durch die Gegend schleppen. Helen vielleicht nicht. Helen darf ihren eigenen Kram machen. Ich packe das mal hier ganz nach oben. Ziemlich weit nach oben zumindest. Und dann schauen wir mal, wer es macht und wer sich wann wo aufwärmen muss. So, was ist dein Problem? Was ist das? Du hast kein Wasser? Aber hier ist, also... Der Kanister ist direkt nebenan, Schätzchen. Die Zone entfernen wir mal. Stimmt, ich wollte die Betten auch nochmal umbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich reiße mal eins ab hier. Das zerlegen wir und bauen uns ein neues Bett, ein neues Strohbett. Können wir auch erstmal da einlegen. Da brauchen wir Bretter, Stroh, Zwirn und Nägel. Eigentlich sollten wir das alles haben. Bauen wir uns richtig schöne Betten. Katrin kann das ja vielleicht machen. Das wäre cool, wenn die Kleine jetzt anfängt, hier den Kram durch die Gegend zu schmeißen. So, hier liegt zumindest nichts, was wir... Ah, die Äste liegen hier oben rum. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Das scheint alles okay zu sein, auch in der Kälte. Jetzt haben wir hier aber nicht mehr so wahnsinnig viel Heu und Hafergaben und so weiter. So.
Ich werde auch wieder nächste Folge auf eure Kommentare reagieren. Verzeihung, falls ihr jetzt sehr viel geschrieben habt. Ich habe mich ein bisschen, ich habe ein bisschen vorproduziert und habe jetzt auch relativ kurzfristig, mache ich jetzt diese eine Folge noch. Und dann geht es bald wieder mit euren Kommentaren weiter, falls ihr was geschrieben habt. Aber es sieht ja erstmal ziemlich gut aus. Also insofern, es kann mir keiner mehr schreiben, dass ich definitiv hier krepieren werde. Das scheint nicht der Fall zu sein. Außer, dass sie frieren. Das stimmt natürlich. So, wie geht's denn mit unseren 85 Transportaufgaben? Es ist ein bisschen lahmarschig. Einmal Medizin. Moment. Norman muss sich aufwärmen. Hat irgendjemand jetzt eine Krankheit? Was ist die Medizinaufgabe? Kann ich das eigentlich sehen? Katrin ist die Medizinaufgabe tatsächlich. Snow Age. Listening Position. Naja, irgendwie ist sie sozial, weil Elsbeth mit ihr quatscht. Aber dass sie krank ist, weiß ich jetzt, würde ich jetzt nicht sehen, aber vielleicht gehört das Waschen dazu. Ist das Waschen Medizin? Scheinbar. Scheinbar gehört es mit dazu, zur Hygiene in irgendeiner Form. So, wir haben nochmal genug für einmal Barren, aber wir haben auch ein paar angesammelt. Das ist auch nicht schlecht. So, irgendjemand. Ich check nochmal. Ja, hier ist es echt kalt. Wollen wir den, der ist eh aus. Und jetzt sind hier 14,3 Grad. Ich glaube, es ist wirklich genau das Gleiche. Wisst ihr was? Ich pack den ein. Und wir packen den hier oben mit dazu. Und dann schauen wir mal, ob wir mit den Lüftern irgendwas anstellen können. Momentan sind die, glaube ich, beide dicht, ne? Ja. Dann sind es hier 12, da sind es 8 und da sind es 2. Ich probiere das jetzt nochmal aus, den aufzumachen. Dann wird es hier kälter, und zwar deutlich. 12,1. Da steht ein Minus, Minus dahinter, aber es scheint gar nicht so viel kälter zu werden. Hier wird es allerdings auch nicht wärmer. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt wird es hier doch kälter, aber hier wird es nicht wärmer. Irgendwie bringt das nicht so richtig das, wovon ich gehofft hatte, dass es das bringt. Aber gut. So, die machen das irgendwie alles nicht, ne? Das ist wahrscheinlich zu kalt einfach. Vielleicht ist der ganze Spaß zu kalt. Es werden wahrscheinlich viel dieser Aufgaben hier sein. Wir könnten einfach hier unten so ein Ding hinbasteln. Und dann ist wirklich die Frage, baut man da so einen Gang hin für den Winter? Das macht ja auch nicht so richtig Sinn. Also es macht gerade irgendwie keiner irgendwas, habe ich das Gefühl. Weil es alles dann doch zu kalt ist. So, jetzt ist der Brotbackautomat, nee, das andere Ding wieder an. Dann geht es wieder ein bisschen schneller. Ich lasse mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher laufen, weil ich habe das Gefühl, im Winter sind die Jungs hier nicht zu gebrauchen. Hier liegt ein Dunkorb rum. Da werden wir wahrscheinlich den Dreck dieser Tiere irgendwie eingesammelt haben von. Und jetzt haben sie auch alle wieder gegessen. Also irgendwie, sie scheinen zufrieden zu sein. Aber... So, Helen rennt nach unten. Mal gucken, ob sie es schafft. Die hat wirklich eine ganze Bagage an. Das ist sehr gut. Der ist wahrscheinlich trotzdem kalt. Jawohl. Aber sie hackt noch ein bisschen. Helen zieht immer durch. Das finde ich super. Ja, gut. Jetzt, was ist denn hier passiert jetzt? Achso, es ist einfach, der winterliche Abend ist sehr orange offensichtlich. Die Sonne steht tief. So, Tiere gibt es natürlich auch keine mehr. Auch im Karnickelbau. Brauchen wir nichts machen. Also vielleicht kommen die auch einfach wahnsinnig heftig im Frühjahr. Also es würde ja eigentlich Sinn machen. Wir könnten noch ein paar Schlingen bauen oder sowas in der Richtung. Jetzt werden mittlerweile auch ein paar Transportaufgaben gemacht. Und ich gucke nochmal, ob wir irgendwas Schönes jetzt uns bauen können, damit wir noch irgendwas freischalten, was wir dann sehr schnell benutzen können. Also, Geschirrschrank, ja, die Schüssel, die machen wir schon. Hier fehlt auch die Schüssel, hier fehlt auch Milch. Das müssen wir irgendwann später mal machen, mit der Milch. Ey, wir brauchen auch mehr Platz. Insgesamt brauchen wir eindeutig mehr Platz. Es macht irgendwie jetzt keinen Sinn für dich, jetzt hier so eine Angelstelle zu bauen am ersten Tag des Winters. Das können wir so 7., 8. Tag, würde ich so ein paar Sachen bauen, die dann so in diese Richtung gehen.
Was macht ihr hier? Möchtest du hier pennen? Das ist natürlich jetzt eine Frage, ne? Ich meine, wir können 40 Miete von Effi verlangen. Wir haben Nahrung eigentlich für 15 Tage, was ja relativ ordentlich ist. Wir kriegen jetzt natürlich, doch, wir kriegen die ganzen Brote noch. Und wir sind jetzt nicht arm dran, aber wir könnten uns das Geld erlauben. So, sie kriegt jetzt schon, Helen hat auch noch Katrin auf dem Rücken, ey, dass du das auch noch immer machen musst. Füttert das Baby und trägt das Baby. Ja, muss jetzt nicht sein, oder? Effi. Ich meine, wir könnten sehr freundlich zu ihr sein und sagen, Effi, komm, du darfst bei uns essen. Aber ich lasse es mal erstmal noch. Ich lasse es mal erstmal noch und lasse Effi wieder nach Hause gehen. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Händler, aber wir sind mit 105 eigentlich ganz gut dabei. So. Geschwindigkeit, ich setze die nochmal hoch, die Geschwindigkeit. Sie frieren alle. Wir bauen das Ding da noch rein. 12 Grad, 3,3. Also dieser Lüfter, der bringt überhaupt nichts. Habe ich das Gefühl. Und diese Transportaufgaben, wahrscheinlich dauern die Transportaufgaben einfach ewig, weil die laufen dahin, frieren sich einen ab, laufen halb zurück, dann müsst ihr erstmal aufwärmen und dann bringen sie das eine Teilstück ein Stückchen weiter. Ich schätze mal, dass es daran liegt, dass es einfach sehr, sehr lange dauert alles. So, Effi, gehst du oder brichst du bei uns ein? Nee, ich glaube, sie geht. Also das Kochen oben ist auf jeden Fall gut. Bauen tun wir jetzt gerade nichts. Kleidung machen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Ich setze das wieder nach oben. Vielleicht macht dann jemand was anderes Schönes. Reparatur. Fällt mir gerade ein. Wäre natürlich auch jetzt nicht ganz doof, wenn irgendwas kaputt geht, dass das dann gemacht wird. Ich denke mal, die Aufgaben kommen ja automatisch, wenn was kaputt geht, oder? Insofern gehe ich mal davon aus, dass das dann erledigt wird, sobald es kaputt geht. Und dass wir das dementsprechend ruhig ganz nach oben setzen dürfen, ohne dass es jetzt unsere Reihenfolge hier zerstört. So, Nahrung immer noch bei 15 Tagen. Wahrscheinlich liegt es an den ganzen Pilzen. Haben wir noch Pilze, die nicht getrocknet sind, frage ich mich noch. Nö, wir haben 10 mal rohen Aal. Das ist natürlich ungünstig, denn das heißt, wir können Aal kochen. Ich stelle da gleich mal 30 an. Und sollten wir noch irgendwo Fleisch haben, das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Ach nee, dann kochen wir das auch nicht, dann räuchern wir das. So, Tag 22. Ich habe das Gefühl, dass der Winter vielleicht schneller vorbeigeht, als man so denkt. Eva quatscht mit sich selbst. Sie plaudert vor sich hin und holt sich erstmal ein paar Äste. Warum? Ah, wisst ihr was? Ich wollte eigentlich nochmal eine Flöte machen. Diesen Arbeitsbereich brauchen wir denn überhaupt noch? Wir haben doch jetzt das Ding. Das heißt, den Arbeitsbereich können wir auch mal entsorgen. Zerlegen. Bringt noch ein paar Äste. Und dann bauen wir uns hier... Ach so, es hat jemand... Irgendjemand hat von euch geschrieben, glaube ich, du kannst die Fackel ruhig an die Holzwand machen. Ja, da ist aber die Frage mit dem Dach nach wie vor, ne? Also deswegen haben wir die ja da eingebaut. Okay, wir schauen mal. So, und ich würde gerne noch 2 Flöten machen. Einfach nur, damit das funktioniert. Und eventuell... für den Frühling einfach nochmal ein paar Schlingfallen, könnte ich mir auch vorstellen. Haferkorn scheint es nicht mehr zu... Heu. Haferkorn haben wir noch 43 und hier aber haufenweise, also... Achso, nee, Quatsch, wir brauchen ja Hafer von hier draußen. Da haben wir nichts mehr, ne? 200 mal Heu. Stroh haben wir draußen rumliegen, getrocknete Flachshalme und Flachshalme. Dann machen wir Heu. Dann lassen wir das mit dem Haferkorn. Das sollte fast durch sein. Flachshalme weiß ich gar nicht, ob wir das so hinkriegen. Dann machen wir unsere Heusamen und unseren Stroh daraus. Entsprechend. Gut. Katrin ist nach wie vor sehr happy. So, jetzt haben wir noch 1080. Was war es heute Morgen? 1150 oder sowas. Also rechnen wir mal mit ungefähr 100 Einheiten.
Oder vielleicht sind es auch 70 exakt. 1149. Na, jetzt haben wir sogar schon einen mehr. Ich weiß gar nicht warum. Ist ein bisschen mehr dazugekommen. So. Sieht doch alles gut aus. Ich lasse sie einfach weitermachen. Brauchen wir diese Nahrungslagerzone noch? Ich glaube nicht. Wir haben allerdings keine große... Wir müssten das hier nochmal umbauen, richtig zur Nahrungskammer. Oh, okay, Moment. Was ist mit den Pilzen? Ist es jetzt hier zu kalt? Warum strahlt es denn nicht nach dahin aus? Oder will der hier nicht arbeiten, weil es zu kalt ist? Das könnte auch sein. Aber was natürlich nicht, naja, sonst müsste das Zeichen hier eigentlich auch sein, wenn es um die getrockneten Pilze geht. Es scheint was damit zu tun zu haben. Ich mache das hier mal ganz kurz weg und gucke mal, ob das dann weggeht. Naja, hier liegen so 100 Hafermehl. Ja gut, trocken ist es. Aber warm offensichtlich nicht. Und das zieht hier tatsächlich... Jetzt ist die Raumtemperatur bei 0 Grad. Ist hier wieder ein Dach eingestürzt oder was? Nee. Wieso ist die Raumtemperatur bei 0 Grad? Und hier bei 0 Grad und hier bei 0,6. Draußen sind es minus 6,7. Vielleicht liegt es daran, wa? So, hier ist es immer noch 13,4 Grad. Okay. Also man kriegt den Spaß hier offensichtlich wirklich nicht so richtig warm. 0 Grad ist natürlich echt fies. Und wenn es friert, also es heizt sich jetzt ein bisschen auf. Wir sind bei 1,2, 1,3. Wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn es so richtig friert. Hier ist die Raumtemperatur auch okay. Aal wird hoffentlich gleich gekocht. Okay. Immer noch größtenteils Transportaufgaben, die wahrscheinlich einfach mit diesem ganzen Kram zusammenhängen. So, ich lasse wieder ein bisschen schneller laufen. Er baut das Bett, das ist doch schon mal schön. Und dann können wir, sobald das Ding steht, können wir das nächste in Angriff nehmen. Das machen wir auch. Wisst ihr was, da können wir jetzt wirklich mal sagen, wir bauen das der Reihe nach. Denn wir haben ja genug Betten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir haben sogar eins mehr. Dann haut das da weg, dann haut doch gleich zwei weg. Und dann bauen wir da neue hin. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Nicht genug Bretter. Aber eigentlich ist der Kram da und angesagt sollte es auch sein. Ah, da ist schon jemand dabei. Eva ist schon dabei zu hacken. Wir haben keine Holzkohle, das ist vielleicht ungünstig. Moment, 1, 2, 3, 4, 50, 70, 80, 100 mal. Wir brauchen Lehm, wir brauchen Äste. Lehm können wir auch noch im Winter machen, ja. Wir haben den Geschirrspüler freigeschaltet. Ah, jetzt haben wir bestimmt diesen Teller hier gemacht. Genau, die Schüssel. Sehr gut. Damit können wir auch Eintopf machen, meine Herren. Dass wir uns im Winter nicht überfressen hier noch. Vorräte für 14 Tage. Es sieht nicht so aus, als ob wir uns überfressen, aber wir schauen mal ganz kurz rein in die Ideen. Also zum einen in den Eintopf. Holla die Waldfee. Eine Schüssel, rohes Fleisch, Brot, 5 Wasserkrüge, 2x Holzkohle. Das in die Küche und dann haben wir einen Eintopf, der 5000 Nahrung bringt. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, so einen Fleischer möchte ich auch noch. Und harte Häute werden hier für die Gärung verwaltet. Wo ist das Brot? Brot, 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 Brot. Hä? Oder ist das hier gar nicht drin? Das Brot. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gucke mal ganz kurz in unser Inventar, was wir hier so haben. So, so ein Brot bringt 3500 Nahrung. Getrocknete Pilze bringen 700. Das bringt 2000, genauso wie das geräucherte Fleisch. Okay. Ist das wirklich dann ein Upgrade? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Einmal rohes Fleisch, einmal Brot. Einmal Brot ist schon 3,5. Ja, und der Rest ist halt Wasser, was jetzt einfach ist im Sommer zu bekommen. Insofern wahrscheinlich bringt uns das was. So, was brauchen wir noch? Rohen Fisch. Ja, das machen wir später.
Vulva-Station, ey, wirklich. Also Rindengerbung und der Escher. Hier wird durch Einweichen die Behaarung von der Tierhaut gelöst. Wo ist denn unser... hier ist die Schneiderwerkbank, ne? Ich habe das Gefühl, da gehört es irgendwie so mit dazu. Dann bauen wir uns das doch mal. Unter den Objekten in der Herstellung wahrscheinlich. Nee. Bei der Nahrung haben wir einen Geschirrspüler. Das ist wunderbar, aber nicht mein allererstes Ding. Ist das in der Kleidung? Beim Jagen ist es. Okay, das Trockengestell haben wir irgendwo. Rindengerbung und Escher. Nicht bei Regen, nicht bei Kälte. Und den Entfleischer. Ja, es wird ganz schön eng hier schon wieder, aber ist ja okay. Ist ja okay. Der wird ja wohl nicht brennen. Ich hoffe, die kommen da noch durch. Ansonsten, wir könnten diese Wand auch... Obwohl, da steht das Ding auch. Aber wir könnten sie dahin bauen. Und dann einen freilassen. So, und der Escher wird ja wohl... Ah, okay, das ist sogar so eng. Dann können wir doch eigentlich den Escher und die Gerbung hier unten machen. Flammbarkeit gering. Ich hoffe mal, das geht irgendwie. Dann könnten wir den auch da runterstellen. Einmal abbrechen nochmal. Ich gucke nochmal, ob wir das ein bisschen schöner hinkriegen. Den Entfleischer. Dann könnte das alles zusammen, glaube ich, hier arbeiten. So. Schafft ihr hier draußen noch was? Du bringst jetzt immer die Baumstämme. Ich weiß, die Baumstämme... Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit, sehe ich das hier eigentlich, die Geschwindigkeit von ihr jetzt sehr, sehr langsam ist wahrscheinlich, ne? Ah, die muss auch durch den dicken Schnee durch. Das ist auch ein Problem natürlich. Er ist das, Normand. Na gut, das hier ist wahrscheinlich auch gefroren. Es sieht ganz schön grün aus auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch die Beleuchtung. So, mittlerweile läuft auch ja der Steinkamin hier. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt haben wir hier Raumtemperatur 13 Grad. Hier 5, hier 12. Dann mache ich doch den Lüfter auch nochmal auf hier. Gucken wir mal, ob sich das irgendwie jetzt ausgleicht, dass das von beiden Seiten hier mit anwärmt. Ja, es geht nach oben. Okay, sehr gut. 7,2, 7,1,2. Es wird erstmal, ist es ganz schön durchgezogen wahrscheinlich, die kalte Luft erstmal hier rein. Hier sind es 13, 8,3, 7,9, 8 Grad. Hier oben auch 8 Grad. Okay, das hat doch einiges gebracht, das ist sehr gut. Wenn es von beiden Seiten kommt. Und hier ist wahrscheinlich, hilft natürlich gerade auch der Ofen hier. So, erstes Bett ist auch schon wieder gebaut. Zweites ist auf dem Weg. Drittes können wir auch schon mal wieder bauen. Und das tut mir leid, dass ihr hier immer so ein Gebusel im Hintergrund hört. Das ist jetzt aus, hoffentlich. So, und da ist auch schon die Folge wieder vorbei. Also, liebe Leute, es ist der zweite Tag. Jetzt habe ich am Ende wieder ein bisschen langsamer laufen lassen. Helen wärmt sich auf. Also Helen ist meine Lieblingsfigur hier gerade. Die ist unermüdlich. Unermüdlich. Aber eine Sache checke ich jetzt nochmal. Also erstens, wir haben eine Händlerin hier. Das sollten wir uns nochmal besorgen. Genau, der verkaufen wir jetzt alle unser Brot. Nein, das machen wir nicht. Aber wir kaufen ihr tatsächlich nochmal Eisenerz ab. Wobei wir 45 auch haben. Also... Weiß nicht, wie viel wir davon wirklich jetzt brauchen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Karte angucke, dass jedes Eisenerz und jeder Eisenbarren, den wir irgendwie besorgen können, erstmal sinnvoll ist. Deswegen machen wir das. So, ich wollte mir... Was liegt denn hier alles rum? Wir müssen uns ein Lagersystem überlegen. Wir müssen vor allen Dingen... Ich glaube, also wir brauchen hier mehr Platz für Einzelzimmer, damit dann auch mal Spaß passiert. Und wahrscheinlich sollten wir uns hier, vielleicht ziehen wir das da komplett rüber. So ein Gang mit 1, 2, 3 Räumen, mit so einem kleinen Zwischengang, wo man hier drunten durchkommt. Und dann, wir brauchen nämlich Lagerplatz, und zwar gut aufgeräumten mal ausnahmsweise. Und irgendwie ordentliche Arbeitsstellen. Mittlerweile ist das, also es ist ja alles hier ein Kraut und Rüben. Es funktioniert, aber es ist nicht schön. Vielleicht können wir daran noch ein bisschen arbeiten. Auf jeden Fall sehen wir uns, liebe Leute, beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.